Liebe Hochzeitsgäste, wir haben uns heute hier versammelt. Wo sind Sie hin? Maggie! Man nennt sie die Braut, die sich nicht traut. Nein! Sie ist schon 7 oder 8 Mal abgehauen, immer kurz vor dem Jawort. Maggie! Ich gebe dir nicht mal 10 Minuten in dem Kleid. Und weißt du was? Das nächste Opfer wartet schon. Der Journalist Ike Graham will der Welt erzählen. Hallo, verzeihen Sie, ich suche Maggie Carpenter. Wovor Maggie wegläuft. Folgen Sie mir eigentlich überall hin, wohin ich auch gehe? Nein, ich nenne sie die männerfressende Pflanze. Gefällt Ihnen das? Du kannst mich mal blöd machen. Ich mache das nicht absichtlich und ich habe auch nicht vor, es nochmal zu tun. Er ist sehr attraktiv. Der verlogene Reporter ist attraktiv. Ich will diesen Mann zerstören. Sein Leben, seine Karriere, alles. Wir sollten uns mal ernsthaft darüber unterhalten, weshalb du so ein gemeines Miststück bist. Bleiben Sie ruhig zugedeckt. Ich bin nicht hergekommen, um Ike Jr. zu sehen. Ich habe beschlossen, ihm dabei zu helfen, die Wahrheit zu schreiben. Okay. Das ist eine Liste von all den Dingen, die ich wirklich mag. Der Regisseur von Pretty Woman lädt sie ein zu einem Wiedersehen mit Julia Roberts. Was meinen Sie, die Haare hochgesteckt? Oder lieber nicht? Und Richard Gere. Nicht übel. Sie halten die Zeitung verkehrt rum. Das ist mehr als nicht übel. Auf dich fliegt sie also auch, wie die Motte ins Licht. Bitte! Hiermit übergebe ich dir meine Laufschuhe. Das ist endlich mal eine reife Beziehung. Wieso muss man sowas dämlich erfahren? Ganz ruhig, der Schleier tut dir ja nichts. Okay. Dieses Mal flüchtet sie vor der wahren Liebe. Zerriegelt die Tür! Die Braut, die sich nicht traut. Wo will sie bloß hin? Keine Ahnung, aber bis 10.30 Uhr muss sie zugestellt werden. Maggie!